Am arremittierenden Start waren Tagungen über Musik, Kunst und Dramatherapie. Nina und Florian erklären uns, was das genau ist. De Florian und Nina waren an der Lycée Technique arremittiert bei einer Fachtagung für Kunsttherapien. In der Amerem haben sie sich bei der Professor Dr. Christine Maschler-Schönach und dem Professor Johannes Juncker informiert, was ihnen unter den Begriff für Kunst und Dramatherapie versteht. Ja, also Dramatherapie und Theatertherapie ist ein Synonym und bedeutet, dass es wie die Kunst- und die Musiktherapie funktioniert, nur dass das Theater der Ursprung von allen Methoden, die man da verwendet, hat. Und das ist dann, es wird Rollenspiel gemacht, Improvisation, aber eben auch Puppentheater, es wird Komödie und Soap und eben auch Film verwendet. Also wir verstehen unter Kunsttherapie die Chance, diese Potenziale von bildender Kunst auch in Situationen des Alltags nutzbar zu machen, vor allen Dingen vielleicht auch dort, wo es Menschen in Krisen geraten oder wo sie krank werden. Wann wird diese Form der Therapie angewendet? Wenn man es ganz, ganz grob unterteilen will, gibt es so zwei Felder. Das ist mehr in psychiatrisch-klinischen Zusammenhängen, also alles, was mit Psychiatrie und Maßregelvollzug zu tun hat. Alles, was mit Rehabilitationskliniken zu tun hat, also psychosomatischen Kliniken, das ist so ein großer Bereich. Und der andere Bereich, und da geht es ja heute in der Tagung auch drum, ist der pädagogische Bereich. Und da geht es von Kitas über Schulen, aber eben außerschulische Projekte auch und Jugendarbeit. Also ich kann mich da sehr anschließen. Hauptgebiete sind im Moment die klinischen Felder, aber wir sind eben genau deswegen hier, um es auch an Schulen bekannt zu machen. Wie kann solch ein Projekt im schulischen Kontext aussehen? Es gab zum Beispiel mehrere Projekte in der Suchtprävention, also eine ganze Präventionswoche, wo es eben Probleme gab. Das gibt es irgendwie an jeder Schule, Gymnasium war das auch, an der Grenze zu den Niederlanden, wo wirklich viel gedealt wurde. Dort wurden eben nicht ganz gezielt gesagt, ja, wie gehe ich jetzt mit Drogen um, sondern sehr viel mehr, wie werde ich eigentlich mit meiner Persönlichkeit so gestärkt, dass ich auch tatsächlich mal Nein sagen kann? Wie gehe ich damit um, dass ich meine Position halte? Wie gehe ich damit um, wenn alle anderen irgendwas machen, was ich aber nicht will in der Disco zum Beispiel? Und dafür aber trotzdem sich der Gruppe zugehörig fühlen und trotzdem auf der anderen Seite zu sagen, ja, das ist mein Standpunkt. Wir arbeiten ähnlich, es gibt verschiedene Formen, Projektarbeit ist eine mögliche Form. Meist gibt es einen Anlass, zum Beispiel eine schwierige Klassengemeinschaft, dann werden wir auch gerufen manchmal schon. Und dann kommen wir mit sehr vielen Studentinnen jetzt zum Beispiel dahin und arbeiten zum Beispiel an einem gemeinsamen Projektziel, das dann auch sichtbar wird. Was ist momentan die berufspolitische Situation für Musiktherapie respektive Kunsttherapie zu Lützeburg? Es ist so, dass weder Kunsttherapie noch Musiktherapie unerkannt sind. Das heißt, es gibt das nicht am Gesundheitssystem, wo Doktore könnten zum Beispiel eine Musiktherapie verschreiben und da kriegen die von der Krankenkasse Räume oder heute ist das ja CNS. Da kriegen die also nicht remboursiert. Und vor allem ist dann auch durch kein Gesetz, ist das reguliert. Der Beruf ist auch nicht geschützt. Kann jeder sich Musiktherapeut oder Kunsttherapeut nennen. Und da sind auch damit gar nicht Konditionen verbunden. Da ist auch gar nicht gesagt, was muss ich dann von Ausbildung gemacht haben und so weiter. Und das ist sich eine Situation, die auch für Leute, die das wollen, gerne machen, kein günstig ist. Das ist gar kein Schutz für Patienten. Was müsste dann eurer Meinung nach verändert gehen? Weil ja für alle Mal, dass wir eine Anerkennung kriegen, dass das Therapien sind, dass die wirklich auch an dem ganzen System einen Platz haben. Und das auch reglementiert wird, was für eine Ausbildung muss ich haben, für sich können Musiktherapeut oder Kunsttherapeut zu nennen, was für ein Diplom muss ich haben. Mehr das denke ich, nach ein bisschen Weg zu gehen. Und könnt ihr noch kurz darauf eingehen, welche Situation dann an anderen Ländern momentan aus? Ja, ganz gerne. Wir haben natürlich ein Paradebeispiel als Musiktherapeuten, darüber sind wir immens froh. 2009 kriegt Österreich ein extra Musiktherapeutengesetz. Hey, 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 hey.